Mann, habe ich lange darauf gewartet. Dieses Spiel musste ich 50 Stunden spielen, um mich in der Lage zu fühlen, ein Review dazu zu machen. Und selbst jetzt habe ich noch lange nicht alles gesehen, alle Monster erlegt, geschweige denn genug vom Spiel. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass Monster Hunter ohne zu übertreiben zu einer meiner absoluten Lieblingsspiele-Serien geworden ist. Dirk von Nostalgie64, den ihr hier schon das ein oder andere Mal bei Couch Coop erleben durftet, ist auch im RL ein guter Freund von mir. Als er damals gehört hat, dass Monster Hunter 3 Ultimate für Wii U rauskommt, hat er sich ohne zu zögern die Konsole gekauft. Er sagte, ein neues Monster Hunter sei Grund genug für ihn, eine ganze Konsole zu kaufen. Konsolen sind aber nicht nur für ihn Monster Hunter Maschinen. Das Spiel entscheidet den DS-PSP-Krieg in Japan und auch das Vita 3DS-Duell im Alleingang. Das Spiel ist dort in etwa so ein großer Hit wie in America Call of Duty. Schon immer hat mich das fasziniert, allerdings habe ich nie die Zeit gefunden, die auch ohne Frage nötig ist, um mal nachzusehen, was eigentlich an Monster Hunter dran ist. Das hat sich jetzt geändert und Mann, was habe ich alles verpasst. Ich habe versucht, dieses Review möglichst für Einsteiger verständlich zu formulieren. Also ihr Monster Hunter Veteranen, drückt mal ein Auge zu. Ich versuche hier mehr das Spielgefühl und die Essenz von Monster Hunter rüberzubringen, so dass Einsteiger entscheiden können, ob es was für sie ist oder nicht. Vorweg muss ich sagen, dass Monster Hunter wahrscheinlich nicht jeden anspricht. Mehr noch, das Spiel unternimmt auch überhaupt keine Bemühungen, um euch zu gefallen. Ich musste ungefähr 10 bis 12 Stunden spielen, die Länge einer modernen Shooter-Kampagne, bis ich mich an die Steuerung und das Feeling wirklich gewöhnt hatte. Und selbst noch Stunden danach hatte ich das Gefühl, mich noch im Tutorial zu befinden. Aber wenn die Steuerung erstmal sitzt und die Sache mit der Animationspriorität verstanden wurde, dann geht alles butterweich von der Hand. Wenn man länger spielt, fühlt es sich so an, als ob man die Matrix sehen könnte. Man kann plötzlich die Angriffe und Bewegungen der Monster lesen und alles fällt wunderbar ineinander. Die Steuerung in Monster Hunter ist zu Anfang sehr ungewohnt. Attacken laufen ab, also die Animation wird zu Ende gespielt, wenn ihr einen bestimmten Angriff auslöst, bevor ihr eine erneute Eingabe machen könnt. Ganz anders als in prominenteren Action-Titeln wie zum Beispiel God of War oder Devil May Cry. Geholfen hat mir, das Ganze wie ein Fighting-Game zu betrachten, wie etwa Street Fighter. Auch der Vergleich mit Dark Souls ist nicht verkehrt, in der Hinsicht, dass ihr verstehen müsst, dass das Kampfsystem sehr bewusst ist. Also wenn ihr einen Angriff macht, dann müsst ihr das auch absichtlich tun. Ihr müsst ein Gefühl für die Animation bzw. die Waffe entwickeln. Das führt ganz klar zu einer Lernkurve, aber auch zu dem Gefühl, eine Waffe wirklich zu meistern und im Endeffekt ein Monster zu meistern. Euer Charakter levelt nicht auf, sondern eure Ausrüstung wird besser, aber ihr selber werdet erfahrener. Ich glaube, wenn ich jetzt das Spiel nochmal anfangen würde, wäre ich innerhalb von 10 bis 20 Stunden dort, wo ich jetzt bin, weil ich als Spieler gewachsen bin. Das erste Monster Hunter, das man spielt, ist sicherlich das Schwierigste, denn jedes Spiel setzt quasi ein bisschen voraus, dass ihr bereits etwas Erfahrung gesammelt habt. Allerdings muss man auch sagen, ist Monster Hunter 3 Ultimate vielleicht das einsteigerfreundlichste Monster Hunter. So bekommt ihr zu Anfang direkt eine Lederrüstung, ein Exemplar jeder Waffe. Der Singleplayer ist meiner Meinung nach auch ein echt brauchbares Tutorial, aber das Herz des Spiels ist natürlich die Jagd mit Freunden. Dirk hat mich als meinen Mentor begleitet und ich würde jedem empfehlen, sich jemanden zu suchen, mit dem er die ersten Hürden überbrücken kann. Es lohnt sich. Angefangen habe ich in der Einzelspielerkampagne mit Kraut pflücken, Erz abbauen, sammeln. Absolut wichtig, man sammelt alles. Andauernd. Fast alles könnt ihr verwerten und nützliche Gegenstände für alle möglichen speziellen Situationen basteln. Diese Riesenmonster erlegen sich natürlich nicht von alleine und man strebt immer an, sich optimal auszurüsten, zum Beispiel mit verschiedenen Rüstungen und Waffen mit unterschiedlichen Elementareigenschaften, sowie speziellen Gegenständen wie Bomben und Fallen. Der ständige Rhythmus aus Sammeln, Craften, Monster erlegen, aus Monster neue Shorts machen, Sammeln, Craften, bedient wohl alle möglichen menschlichen Urinstinkte. Wenn sich das für euch nach Grind anhört, dann ist das Spiel wohl eher nichts für euch. Sich längere Zeit auf einem Monsterkampf optimal vorzubereiten und dann eine halbe bis dreiviertel Stunde auf einen Koloss in einem mehrstufigen Bossfight einzuprügeln, ist aber auch fürchterlich befriedigend. Überhaupt, wenn Monster Hunter nicht quasi schon ein eigenes Genre wäre, dann würde man es wohl Bossfight-Game nennen. Auch hilft es immens, wenn man schon etwas MMO-Erfahrung hat. Vor allem, wenn man die Crafting-Komponente von MMOs mag, sollte man sofort Monster Hunter kaufen. Sofort. So, das waren jetzt erstmal die Grundzüge von Monster Hunter.
Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, ja, dann habe ich noch einen für euch. Da ich jetzt so viel Zeit in das Spiel investiert habe, will ich euch natürlich auch weitere Einblicke nicht vorenthalten. Deswegen mache ich mit Dirk zusammen eine neue Videoreihe, Hunter's Log. Beginnen werden wir mit einem kleinen Einsteiger-Tutorial, wo wir alles Mögliche erzählen werden, was hier nicht in das Review gepasst hat und was euch vielleicht den Einstieg erleichtern könnte. Wenn jetzt euer Interesse geweckt ist, schaut doch demnächst immer mal auf meinem Kanal The Bad Beard vorbei. Hunter's Log geht dann auch weiter und wir zeigen immer mal ein paar epische neue Monsterkämpfe und reden über unseren Fortschritt im Spiel. Das war's mal wieder von mir. Ihr habt schon gemerkt, ich habe diesmal keine Wertung, also Wackel-Elvisse oder Hot Dogs oder was auch immer vergeben. Ja, ihr habt ja gesehen, mir hat das Spiel gefallen. Allerdings kann ich auch sehen, dass es einigen absolut nicht zusagt, beziehungsweise die Lernkurve einfach abschreckt. Aber jeden, den es auch nur irgendwie angesprochen hat, dem empfehle ich, sich mal die 10 bis 12 Stunden Zeit zu nehmen, am besten mit einem Kumpel und die Reihe einfach mal auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, jeder Daumen nach oben rettet einen Regenwald.